Wissen müssen. Eher werde ich Pferdejockey, als dass meine Mutter meinen Lebenswandel akzeptiert. Du und Biene, ihr seid doch quasi so. Ach, na super. Ich bin einem Pony näher als meiner Mutter, wenn das nicht traurig ist. Olli, vor ein paar Wochen, da waren Pferde für dich, egal ob groß oder klein, doch auch ein absolutes No-Go. Manchmal muss man zu seinem Glück einfach gezwungen werden. Ach, immerhin lass ich mich zwingen. Gib deiner Mutter einfach ein bisschen Zeit. Stimmt. 10 Jahre sind ja auch echt was knapp. Weißt du, was ich nicht kapiere? Warum ist sie überhaupt gekommen? Weil sie dich vermisst. Ja, dann willst du mich auch für den Rest ihres Lebens vermissen müssen. Du hast zumindest alles probiert. Mhm. Am besten setze ich sie gleich wieder auf die schwarze Liste. Olli, und wenn ich nicht bald was zu essen bekomme, dann setze ich dich auf die schwarze Liste. Ja, das Abendessen war heute ja auch wirklich nicht ausgiebig. Komm. Wie wär's mit Restepizza, hä? Wir packen einfach alles drauf, was wir noch haben. Oh. Könnte spannend werden. Wenn du jetzt noch Christina heißen würdest und schwanger wärst, dann wäre das Familienglücksabel perfekt. Zumindest für meine Mutter. Ich kümmere mich später am Nachtisch. Christian, Mann, könnte ich bitte Henriette Sabel sprechen? Frau Sabel, schön, dass Sie noch so spät kommen konnten. Wenn Sie mir Vorhaltungen machen wollen, das hat meine Schwester bereits erledigt. Charlie hat sie angerufen? Ja. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, Ihnen und meinem Sohn mit einem positiven Gefühl zu begegnen. Aber als Sie sich dann im Restaurant in aller Öffentlichkeit geküsst haben, also das war nicht einfach für mich. Das werden Sie wahrscheinlich nicht verstehen. Doch. Bevor ich mit Olli zusammengekommen bin, da war ich nur mit Mädels zusammen. Ich war sogar in einer festen Beziehung. Ich habe mir meine Gefühle für Olli immer ausgeredet, weil ich Angst hatte vor den Reaktionen meiner Freunde und vor allem der meines Bruders. Ich war ziemlich verwirrt. Aber dann habe ich mir irgendwann gesagt, was tust du da eigentlich? Warum redest du dir aus, in Olli verliebt zu sein? Kann ich dir irgendwas zu trinken bringen? Einen Kamillentee. Und eine Cola. Okay. Frau Sabel, Olli ist kein Serienkiller. Ganz im Gegenteil, er ist der toleranteste und liebenswürdigste und vor allem witzigste Mensch, den ich kenne. Warum also nicht zu ihm stehen? Das ist nicht so einfach. Doch! Sie haben Olli doch zu dem gemacht, was er heute ist. Ein erfolgreicher, selbstbewusster, junger Mann. Also akzeptieren Sie ihn so, wie er ist. Das hat er verdient. Glauben Sie mir, die Gesellschaft ist schon viel toleranter geworden. Und auch wenn Sie den Traum von einer Schwiegertochter aufgeben müssen, Sie bekommen einen Top-Schwiegersohn. Ich bin müde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ihnen auch. Wo bleibst du denn? Ich habe in der Wanne gewartet, bis ich ganz schrumpelig war. Ich habe keine Lust auf das, ja? Ich habe mich gerade mit deiner Mutter getroffen. Christian, es ist süß, dass du dich da so reinhängst, aber das ist verschwendete Energie.
Das glaube ich nicht. Ich hatte echt das Gefühl, dass sie an einem Neustart interessiert ist. Vergiss es. Sie ist deine Mutter. Ich habe meine Mutter vor 10 Jahren verloren. Morgen. Komm. Ich mach das und du legst dich nochmal hin, okay? Ich kann sowieso nicht mehr schlafen. So viel Reste Pizza? So viel von meiner Mutter. Ist noch geschlossen. Guten Morgen, Christian. Mama vom Teufel spricht. Guten Morgen, Oliver. Mama? Ich bin da mal oben. Hast du gestern was vergessen oder warum bist du hier? Ich möchte mit dir reden. Wenn du mich wieder missionieren willst. Nein. Ich habe begriffen, dass du homosexuell bist. Immerhin. Wenn du es jetzt auch noch akzeptierst. Das ist nicht so einfach. Hey, Christian. Willst du mit frühstücken? Nee, danke. Was ist denn? Lässt dir doch sonst keinen gedeckten Frühstückstisch entgehen. Ach, Olli unterhält sich gerade unten mit seiner Mutter. Und ich sag mal so, die Versöhnung zwischen den beiden ist nicht gerade optimal gelaufen. Ja, dann lasst euch mal jetzt nicht von der Spießerin die Laune verderben, ne? Bitte, Schwarz. Für mich eine Latte. Sofort. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Was? Dass du mich nicht genug liebst, um zu mir zu stehen? Natürlich liebe ich. Du bist mein Sohn. Zu dem du nicht stehen kannst. Verstehst du mich denn gar nicht? Ich kann deine Lebensweise einfach nicht akzeptieren. Ich akzeptiere deine doch auch. Ich bin im Kirchenchor. Ich engagiere mich im Sportclub. Das ist mir alles sehr wichtig. Das ist mein Leben. In dem ich nicht vorkomme. Ein homosexueller Sohn. So etwas gibt es in Meppen einfach nicht. Ich will doch nicht Hand in Hand mit Christian über den Marktplatz laufen. Oliver, die Leute dort kennen mich. Das sind meine Freunde. Ich lebe mit denen jeden Tag. Wenn die über mich tratschen, das ertrage ich nicht. Ich bin meiner eigenen Mutter peinlich. Es tut mir leid. Mach's gut. It's gone from you forever. Fading out. Na, endlich, Olli. Menschenskinder, habt ihr eine Ahnung, wie lange wir schon auf euch warten? Da vorne. Wir sind gerade noch 5 Minuten zu spät. Hallo. Und für Charlie ist das die gefühlte Ewigkeit. Hallo. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Gusto mitgebracht. Okay, dann Sie aber auch bitte. Ja, ich sag nicht nein. Ja, und bitte seid gnadenlos in eurem Urteil. Ich möchte nicht, dass sich hinterher jemand über das Catering beschwert. Euer Tag muss perfekt werden. Ja, das wird er auch jetzt schon. Wir haben uns gerade mit dem Pastor getroffen, der uns trauen soll. Und er ist einfach rund, oder? Der ist sympathisch, offen und hat überhaupt kein Problem damit, dass wir schwul sind. Das freut mich für euch. Jetzt müssen nur noch die Presbyter ja sagen, aber der Pastor meint, das wäre reine Formalität. Und dann kann mein Kleiner endlich wieder lachen, weil er seine Kirche hat. Ich dachte gar nicht, dass du so viel Wert auf eine kirchliche Trauung legst, Christian. Naja, ich bin schon gläubig. Irgendwie. Ich gehe zwar nicht jeden Sonntag in die Kirche, aber ja, das riecht aber wirklich lecker. Ja, bitte, leg los. Also das hier sind die Vorspeisen, Salate, Hauptgänge, Desserts. Okay, dann ich hiermit an, ja. Also ich finde das wirklich lecker und das müssen wir auch bestellen. Moment. Pastor Hinze. Herr Hinze, guten Tag. Okay. Oh. Machen Sie sich keine Gedanken. Oder wiederhören. Und? Die Presbyter haben abgelehnt. Die wollen uns nicht trauen. Ach nein. Was glauben die denn, wer sie sind? Die sowas entscheiden dürfen. Das wird man leider nicht ändern. Doch, Olli, man kann alles ändern. Ich werde hingehen und denen sagen, weshalb ich eigentlich in die Kirche eingetreten bin. Tolerante Community, christliche Nächstenliebe. Bitte nicht. Also wenn jemand diese Brüder rumkriegen kann, dann ist es Charlie. Ich fürchte, Christian hat recht. Das bringt nichts. Unser Pastor hat wirklich alles versucht.
mich schon gefreut. Also auch wenn es jetzt nur eine standesamtliche Trauung wird. Wichtig ist doch, was es euch bedeutet. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir den Termin verschieben, dann wir könnten doch eine andere Gemeinde suchen. In Köln, da sind die bestimmt viel toleranter. Olli, wir verschieben überhaupt nichts. Mann, das Schneiders ist schon von Charlie reserviert worden. Die Einladungen sind verschickt. Und außerdem, ich will dich jetzt einfach heiraten. Von mir aus auch ohne Kirche. Hauptsache, wir sagen jetzt endlich ja. Das Ganze hin und her, das geht mir eh total auf den Nerv. Hallo? Ich liebe dich auch. Kirche. Was? Nee, ne? Wie habt ihr das denn geschafft? Ja, wir sind dahin spaziert und sind ziemlich mutig aufgetreten. Ich habe gesagt, dass ich aus der Kirche austrete, wenn Sie meinen Lieblingsneffen und seinen zukünftigen so mies behandeln. Was hat Sie wirklich gesagt? Ich war nur dabei. Ja, dann. Ja, da hoch. Danke. Wir müssen gleich los, ich krieg dieses Mistkrawattending nicht hin. Olli, entspann dich, wir haben massig Zeit. Sicher? Ganz sicher. Jetzt komm her und halt still. Also Elena meint, dass Rebecca mit den Ringen dann hier vorbeikommt. Das heißt, ihr könnt schon mal in die Kirche vorfahren. Los, mach hin! Ja! So, perfekt. Gib mir 5 Minuten, ich bin sofort fertig. Ich hab alles. Was mit Schuhen? Scheiße, meine Schuhe. Schuhe! Scheiße! Entspann dich, Alter, es wird alles gut. Gut, sitzt. Ist sie gerade? Siehst perfekt aus. Deine Schuhe könntest du dir noch anziehen. Ja. Unterhose. Oh mein Gott. Ja, da kann man jetzt nichts machen, Niklas. Nein, schauen Sie einfach, dass Sie fürs Schneiders wieder fit sind, ja? Ja, alles Gute, Niklas. Tschüss. Ja, hier rein. Los. Hallo. Na? Hey. Ist Olli schon da? Nein, du bist der Erste. Aber Pünktlichkeit war sowieso noch nie die Tugend meines Neffen. Lass dich mal anschauen. Sehr elegant. Aber die Schuhe, ist das der neueste Trend? Ja, ich habe meine richtigen nicht gefunden und meine einzigen schwarzen sind halt die und... Oh. Was ist denn? Nein.
Andi, hey, bist du noch in der WG? Gut, pass auf, du musst meine Schuhe mitbringen, die stehen auf der Fensterbank. Ja, ich habe die gestern geputzt und die haben so gestunken, deshalb habe ich die da hingestellt. Jetzt quatsch mich nicht voll, bring sie einfach mit, okay? Gut. Kannst du das nicht mit der Nähmaschine machen? Und du willst, dass es beschissen aussieht? Ja. Komm, Olli, wir haben noch genug Zeit. Das sagst du nur, damit ich ruhig bin. Aber was, wenn Christian denkt, dass ich es mir anders überlegt habe, oder? Wie spät ist es denn überhaupt? Ach, Olli. Halt die Klappe und mache Becker nicht nervös. Sorry. Wieso bleibt Olli denn? Vielleicht hat er sich ja doch noch anders überlegt. Ach, warum sollte er denn? Ja, keine Ahnung. Oder vielleicht ist ihm was passiert. Bleib mal locker. Du bist einfach viel zu früh hier gewesen. Zu früh? Ich bin fast eine halbe Stunde zu spät. Die Trauung hätte vor 10 Minuten beginnen sollen. Können wir das bitte für die Nachwelt festhalten? Bitte alle doppelten Hochzeitsgeschenke umtauschen und eine neue Uhr für Christian kaufen. Was? Deine Uhr geht fast eine Stunde vor. Richtig. Ja. Wir schaffen das, Olli. Das sagt ihr doch nur so. Ja, ja, fertig, fertig. Ach, danke, dass du mein Leben gerettet. Wenn wir uns jetzt beeilen schaffen, ist tatsächlich noch... Olli! Hose anziehen! Das geht jetzt nicht. Ich warte seit einer Viertelstunde auf dich. Wir müssen los. Ja, sorry, es gab eine Katastrophe mit Ollis Hose. Und dann muss ich mich noch umziehen und zum Juwelier. Und wenn du mich nicht sofort vorbeilässt, dann platze ich. Da sind die Ringe, die sind total schön. Ist ja nicht so voll, ne? Ist ja noch gar nicht klar, ob Olli überhaupt kommt. Ach, Christian, jetzt hör mal auf. Ja, ist doch wahr. Der hätte schon längst da sein müssen. Hey! Julian, des zweiten Bräutigams. Der Schlag öffnet sich. Es hinaussteigt Sebastian von Lahnstein und seine Frau Lydia. Gefolgt von Helena und Nico. Nico, hey, schön, dich endlich zu sehen. Ach, ich freue mich auch. Toll sieht's aus. Und was ist mit mir? Du doch sowieso. Ich dachte schon, du lässt mich vorm Altar stehen. Bist du verrückt? Dann können wir jetzt. So, Leute, wir sind komplett. Wir können endlich loslegen. Also, alle rein jetzt! Die will bestimmt die Hochzeit verhindern.